Und damit, meine lieben Trojaner, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Fun Speedrun 30 Seconds von Leo 7. Have fun! Wie erfolgreich von 569 Versuchen gab es einen Abschlussrate von 0,70%. 59 Herzen hat es bekommen. 59 Leute haben es gespielt, 5 Herzen hat es bekommen. So, ich war schon eine Zeile weiter. Insofern würde ich sagen, schauen wir doch mal, was uns erwartet und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Aha! Super Mario Maker 2! Boah. Oh no! Ja. Okay, also erstmal, das Trampolin ist komplett scheiße aufgebaut. Wow. Der Anfang ist wirklich nicht gerade toll. Oh no. Nein, da muss ich da. Okay. Oh no. So knapp. Kann ich verstehen, dass da einige schon gleich am Anfang aufhören? Oh no. Das ist echt, Speedrun-technisch. Oh no. Wow. Oh no. Ui. Ohne Coin-Trades ist es nochmal schwerer. Okay, der Effekt, der war jetzt überhaupt so. Ja. So ein Münzfahrt wäre schon nicht schlecht. Oh no. Schlecht? Oh no. Schön, er hat sich an der Wand festgehalten und hat da doch nochmal gewirbelt. Warum bonk ich da immer? Oh no. Ah, zu früh. Oh no. Zu tief gerutscht. Okay, die Stelle kann man retten, ja. Aber ist so wahrscheinlich nicht gedacht. Star Run, oh mein Gott! Damit diesen Effekten ist ja noch schlimmer. Oh no. Ich glaube, das gibt einen keinen zeitlichen Vorteil. Kann man nur machen, wenn man den da verpasst hat. Oh no. Wenn man genau an der Kante runter und dann.
Das ist echt dieser Soundeffekt. Man hat keine Kontrolle darüber, weil man die Sounds einfach nicht hört. Das war einfach nur dumm. Ja, die Kante ist einfach doof. Sagen wir es beim Namen, die Kante da ist doof. Dieser Soundeffekt ist noch blöder. Ich habe mich nicht mehr gesehen, gar nichts, deswegen. Zeit war eh schon vorbei. Mich würde mal interessieren, wie weit ich war. So mit Prozentanzeige wäre eigentlich gar nicht schlecht bei Mario Maker, oder? Wo bin ich? Da muss ich überall durch. Mit dem Stern. Man kann es auch extrem knapp machen, ne? Ich weiß, was er da will. Boah, das habe ich noch nie gemacht. Das ist ein Ground Pound Cancel mit Door Entry. Eieiei. Wahrscheinlich ist dahinter dann die Tür. Alles andere würde jetzt für mich... keinen Sinn mehr ergeben. Wow. Nein. Das war aber eine gute Zeit. Ich habe noch 3 Sekunden über. Ich hatte noch 3 Sekunden über. Na klar, da kriege ich einiges an Spin oder beziehungsweise an Speed. Und Geschwindigkeit baut da auf. Hier habe ich natürlich einen Cancel drin. Oh no. So. Ja.
Ha! Der Stern ist echt nicht schön platziert. Oh no! Oh no! Okay. Oh no. Okay. Ich hasse diese Soundeffekte. Die sind eigentlich wirklich nur da, um einen zu stören. Wir können auch ein ganzes Level irgendwie kaputt machen, aber sei mal dahingestellt. Von der Zeit her war ich sogar relativ gut, obwohl ich diesen Umweg gegangen bin. Ich muss gleich niesen. Ja. Jetzt tritt mein Auge, weil ich gleich niesen muss. Rummel. Oh no. Der war gut. Oh no. Der war noch besser. Weil ich so knapp wie möglich ran möchte. Oh no. Nein, 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 Tro. Ich hab's hinbekommen und jetzt krieg ich's nicht mehr, ne? Oh no. Hat ja sowas von gesehen, wie ich nach links gezogen habe. Oder was? Hä? Geht's noch? Will spielen. Oh no!
Okay. Na, letzter Versuch muss das leider sein, so wie ich das sehe von der Zeit her. Okay, reicht doch noch. Ich dachte für einen 30-Sekunden-Versuch, aber... So, leider habe ich es nicht geschafft, aber so vom Thema her ist es in Ordnung. Es sind halt nur sau viele knifflige Sachen da drin, die nicht, sage ich jetzt mal, das Standard-Mario-Repertoire ergeben. Gerade jetzt zum Schluss dieser Bereich, wo man dann mit dem Pow sozusagen eine Stampattacke drauf machen muss und dann in die Tür geht gleichzeitig. Das ist wirklich... Ich glaube, da wäre ich oft verzweifelt. Bis dahin bin ich gekommen. Insofern, so vom Grunde her ist es in Ordnung, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, es ist super toll. Ja, es ist kein Boot, definitiv nicht, weil es ist sich was dabei gedacht worden. Aber hier zum Beispiel jetzt auch gerade an der Stelle, da oben an der Stelle, da hätten die zwei Stacheln weniger ein bisschen den Speedrun. Ich sag jetzt mal, also es hätte das Ganze ein bisschen geschmeidiger gemacht. Du hast wirklich an jede Ecke irgendwo Stacheln ran gemacht, aber halt nicht so, dass man den Speedrun in einem durchlaufen kann, wie ein Speedrun normalerweise wäre. Wirklich, man muss es in einem Fluss machen. Hier hast du halt sehr viele Stops dabei. Du hast es oben mit dem Schalter gelöst durch diese Trampoline, sagst aber dann noch im gleichen Moment oder im gleichen Atemzug, pass auf, da sind Stacheln, wo du automatisch reinfliegst, wo du dann doch wieder abbremsen musst. Rein theoretisch sind diese Trampoline nicht wirklich hilfreich. Und ansonsten, wie gesagt, diese ganzen Kanten müssten eigentlich gar nicht sein. Ja, das würde das Ganze ein bisschen geschmeidiger machen, dass man da wirklich besser durchkommt. Aber das ist halt meine Meinung. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann gern ab damit in die Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.